Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Schlagzeilenrevue. Servus Martin. Servus Martin. War wieder viel los die Woche? Ja. Gehen wir's an? Ja. Schwarz-Blau, was hat sich dann die Woche? Ja, die haben mit einem Vorurteil aufgeräumt. Okay. Die sind nicht 20 Jahre in der Vergangenheit. Der Sobotka ist sogar 10 Minuten in der Zukunft. Der Sobotka? Ja. Ich glaube weniger, dass das was mit der Politik der Partei oder der Regierung zu tun hat, sondern vielmehr mit dem persönlichen Überlebenskampf von ihm innerhalb der Partei. Wie meinst du das? Naja, der Kurz, jung, dynamisch, spritzig und alle seine neuen Kumpanen, die er hat. Mhm. Und der Sobotka ist auch schon ein öder. Mhm. Und der will dann nur überleben in der Partei. Mhm. Deswegen wird er die Uhr einfach vier getragen haben, die 10 Minuten, um einen gewissen Edge zu haben. So eine Art Reservezeit? Genau. Okay. Ja, und wir haben die zweite Biografie über den Kurz. 31 und zwei Biografien. Zwei? Ja. Ich weiß, vor einer. Naja, die vom Falter, die gab es ja schon. Und okay. Jetzt eine von einem Bildredakteur. Und der schreibt, das Geheimnis vom Kurz ist, dass die Leute nicht wissen, was sie an ihm haben. Das ist wahrscheinlich die einzig korrekte Nachricht, die jemals in der Bild gestanden ist. Übrigens nicht wissen, was wir haben. Die Behindertenpolitik von der ÖVP wissen wir ja nicht, was wir haben. Naja, was wir wissen ist, dass sie eine junge, hübsche, dynamische, neue Behindertensprecherin haben, die nicht viel sagt. Ja, die muss ja alles einarbeiten. Ich glaube, das wird nichts mehr. Okay, aber was wir schon wissen, der Kurz lädt zum Opernball zwei Menschen mit Behinderung in seine Loge. Wirklich? Ja, sagt er heute. Das ist wieder mal klassische Inklusionspolitik für die Presse, aber nicht für Menschen mit Behinderung. Mhm. Ja, und was war in der Woche über den Trump? Wenn man sich die heute anschaut, die Woche, könnte man meinen, in Trumps Welt war nicht viel los. Es hat nur zwei Nachrichten gegeben. Na. Ja, aber die sind dafür fein. Okay. Vor einigen Wochen hat aber Trump die dritte Weltländer sozusagen Dreckslöcher genannt. Naja, das war wieder tief. Das war tief, er hat ziemlich einen Deckel gekriegt deswegen. Aber Sambia, ja, eines dieser Dreckslöcher, hat ganz passt. Machen wir jetzt einen Marketing-Gag raus. Ja. Und die werben jetzt mit dem Spruch. Echt? Ja. Besuchen Sie das Drecksloch Sambia, wo Stars and Stripes nur im Himmel und auf Zebras zu sehen sind. Tusche! Sehr geil. Und sonst? Ja, du, die zweite Nachricht, die es gegeben hat, die war lustig. Okay. Und ich glaube, unsere Zuschauer, die wissen das zum Großteil gar nicht, Trumps perfekte Mähne ist fake. Nein, ich habe das auch nicht gewusst. Nein, nicht ernst. Mhm. Okay. Und der Beweis ist jetzt auf Film gebannt worden. Okay. Beim Einsteigen in die Air Force One hat er Windböe am hinten reingefahren und hat das Häubchen gehockt. Der hat immer mit der Air Force One Probleme. Er ist so viel unterwegs. Ja. Martin, warum lesen wir die heute? Damit wir was lernen. Und was hast du die Woche gelernt? Mit der richtigen Story kannst du jedes Produkt verkaufen. Beispielsweise leise Chips für Frauen. Hast du die Geschichte fertig gelesen? Das ist ein bisschen überflogen, der Artikel war so lang. Ja, wenn du das gemacht hast, ja, wissest, dass man die Geschichte nicht verkaufen kann. Pepsi Cola hat nämlich zurückgezogen, weil sie einen Shitstorm gekriegt haben. Okay, geh du mal weiter. Was hast du gelernt? Ich habe die wahre Bedeutung und den Sinn der Olympischen Spiele kennengelernt. Dabei sein ist alles? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, das Olympische Dorf und das ganze Dings ist mehr oder weniger sein Sommercamp fürs Vögel oder Wintercamp in dem Fall. Wie kommst du drauf? Naja, es haben 110 Kondome, 110.000 Kondome an die Sportler ausgeteilt worden. Das ist umgerechnet 37 Kondome pro Person. Boah. Und trotzdem ringen die Sportler auf, dass sie keinen gekriegt haben. Da sind wahrscheinlich viele unter 18 und noch ziemlich heftig drauf. Wahrscheinlich liegt es deswegen dran, ja.
Aber wunder, die müssen ja sporteln auch irgendwann, ne? Wenn es ja sehr ausgeht. Okay. Wir hoffen, ihr habt viel Spaß mit den Olympischen Spielen und die sportlichen Aktivitäten sind top. In diesem Sinne, habt ihr schon das Faschingsende? Du bist sehr verkleidet. Du bist... Nein, jetzt lass mich. Also seht's. Lei, meine Lieben. Macht es fein, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Viert euch. Ciao.